Hallo und herzlich willkommen, Glück auf zum Legenden-Talk. Ja, erst am Mittwoch, da ist uns ein bisschen Corona dazwischen gekommen, wie das so ist in diesen Zeiten, ne? Aber jetzt sind wir alle wieder frisch und dabei, haben gewonnen und, ach nee, ich muss ja noch was anderes erzählen. Wo sind wir denn jetzt hier, Abi? Ja, vom Sportshop in? Ja, in der Loge bei Aberlord und? Natürlich darfst du den Detmar nicht vergessen, Hegro ist natürlich auch mit dabei hier in der Loge. Und ich glaube vom Ender da, der ja die ganzen... Genau, Immobilienender. Ja, genau. Ja, und die haben uns jetzt hier ein Heim gegeben, die Loge Nummer 9. Ja. Und erstmal sagen wir, wer da ist, wer Gast ist. Rainer Edelmann, habt ihr schon längst erkannt, und Mathis Schipper natürlich und der ewige Abi. Ja, ja. Schön. Also ich freue mich, dass wir hier sind und ich hoffe, dass wir die letzten Spiele natürlich hier jetzt genauso gut durchkommen, wie wir die letzte Zeit gespielt haben. Und ja, vielleicht bringt uns das ja noch Glück, also bei uns im Laden hat es auf jeden Fall geklappt und ich hoffe, dass es hier umso mehr noch klappt. Ne? Ja, ich würde sagen, hier könnte man natürlich den Rasen riechen, wenn er nicht rausgefahren wäre. Ne? aber wir sind ganz nah dran, haben die Vibes noch quasi hier von Samstag, war ja wohl super von der Stimmung her. Ich saß bei mir im Schlafzimmer, von da aus kommentiert, das war ein bisschen weniger stimmungsvoll, aber... Hat auch irgendwo funktioniert. Ja, also es war endlich mal wieder die richtige Stimmung, ein super Support von den Fans. Wie gesagt, eine tolle Stimmung. Und wenn man gerade hier, wir haben gerade die Loge erwähnt, wir wollen jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber hier ist immer eine Riesenstimmung. Es macht Riesenspaß, mit den Leuten hier zu sein. Hier, genau wie jetzt auch mit Abi, mit Reinhard, man trifft alte Leute und man spricht über alte Zeiten, aber auch über aktuelle Zeiten. Und das ist ja einfach schön, super. Und wenn am Ende dann noch ein Sieg rumspringt, ne, das heißt, dreimal ist Bremer recht, bei uns ist natürlich 0-4 mal, ne, vierter Sieg in Folge. Auch wenn er nicht ganz so klar war, wie dieses 3-0 am Ende aussieht. Ne? Du weißt, ich habe das ja vorher gesagt gehabt, dass ich das Spiel sehr schwierig finde. Trotzdem habe ich aber auch gesagt, dass wir hoch genug gewinnen werden und ja, das ist eigentlich wieder vorausgegangen, dass wir mit 3-0, ist ein tolles Ergebnis für uns und das gibt auch wieder Selbstvertrauen fürs nächste Spiel in Darmstadt. Und es war aber auch sicherlich kein einfaches Spiel. Man hätte natürlich noch mal, wenn man ein bisschen Pech gehabt hätte, das ein oder andere Tor auch reinkriegen können. Rainer, die erste 20, 25 Minuten, da mussten wir schon 2-3 Mal, ne, den Kollegen Freisel bemühen. Ja, das ist richtig. Also die ersten 25 Minuten, nach meiner Ansicht, waren nicht ganz so, da kam man nicht so richtig ins Spiel rein. Ne? Heidenheim hat natürlich schon gut begonnen auch. Ne? Die waren wirklich gut dabei, haben da schon aggressiv auch gespielt. Aber letztendlich war das natürlich dann mit dem 1-0. Ne? Wir waren ja in der Loge hier und dann haben wir auch gesagt, okay, wenn es 1-0 fällt für uns, ne, dann wird es ein bisschen einfacher für uns. Ne? Und da kann man immer auch besser ins Spiel. Ne? Und von daher, am Anfang war es ein bisschen kritisch. Die hatten 2, 3 gute Chancen gehabt. Aber natürlich die bombastische Stimmung. Ne? Das war natürlich, die Ultras haben ja hier vorher noch eine Choreografie einstudiert gehabt und haben die vorgezeigt. Das war schon beeindruckend. Ne? Und so muss es auch wieder sein, ne? Dass einfach der Gegner, ne, schon weiß, oh, wenn ich hierher komme, dann ist es nicht einfach, hier zu bestehen und hier zu gewinnen. Ne? Und mit den Zuschauern im Rücken, das war echt, war Wahnsinn, wirklich. Und ich hoffe, dass es jetzt den Schub gibt, ne, für die nächsten Spiele. Mathis, Junge aus Kastrop, die ganze Zeit hier auf Schalke, zwischendurch mal ganz kurz in Aachen, aber ansonsten immer im Ruhrpott. Du weißt, was den Leuten der Verein bedeutet. Und glaubst du, dass im Augenblick jetzt diese Einheit wieder da ist zwischen Fans und Vereinsführung und Mannschaft? Ja, ich glaube gar nicht, dass diese Einheit, diese Zugehörigkeit, dieses Gefühl Schalke 04 verloren gegangen ist. Auch wenn Corona dazwischen war. Klar, die Leute konnten nicht ins Stadion, aber ich glaube, dass diese Verbundenheit dadurch nicht verloren gegangen ist. Es zeigt sich natürlich jetzt, wenn die Leute wieder ins Stadion kommen, was wirklich möglich ist mit diesen Zuschauern hier auf Schalke. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig und jeder freut sich, hier hinkommen zu dürfen. Es war schön, wenn man durch Burg kommt und man sieht die Leute hier im Stadion. Das ist Gänsehaut. Das ist ein Gefühl, was man lange nicht gehabt hat. Und genauso denken die Leute, die vom Bodensee, aus dem Sauerland, aus dem Siegerland, egal, aus dem Norden kommen, die machen sich auf den Weg. Und da ist, da ist Gänsehaut angesagt. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, klar. Und ich freue mich auch jetzt schon wieder darauf, dass es hoffentlich bald wieder so ist, dass wir zu den Fans können. Ne? Abi, du kennst es, wenn wir die Fanclubs besuchen können, dann wird es nochmal richtig interessant und schön.
Ja, schön, dass du das so mit empfindest, ne? Weil die Leute ja natürlich durch den Abstieg schon eine gewisse Distanz aufgebaut hatten zu den Jungs in den kurzen Hosen am Platz, ne? Weil sie so oft enttäuscht wurden. Aber jetzt mittlerweile ist da eine Truppe da, wo du jedem abnimmst, dass er alles gibt, was er hat. Aber das ist ja nicht immer unbedingt nur die Jungs, sondern es ist der Verein, es ist Schalke 04. Und ich habe immer gesagt, ich habe auch früher schon immer gesagt, die Personen, die hier sind, das ist vollkommen egal. Sie müssen sich mit diesem Club identifizieren und das machen die Fans auch. FC Schalke 04 ist wichtig und nicht der ein oder andere Spieler, Manager, obwohl ich jetzt, das ist jetzt nichts, keine Wertschätzung, sondern das ist einfach eine sachliche Feststellung von mir. Ne? Das ist, Personen spielen überhaupt keine Rolle, sondern der Verein ist wichtig. Abi, lass uns nochmal zum Fußballerischen kommen. Wir haben schon gesagt, schwierige Anfangsphase, dann das 1-0. Drexler gut aufgepasst, ne? Terodde schlau den Körper dazwischen gestellt. Ne? Dadurch kam der Pass überhaupt zustande oder der Kopfball, den Drexler reinmachen konnte. Der kam ja von dem Heidenheimer. Aber dann das 2-0. Habt ihr doch wahrscheinlich auch ihr alten Hasen hier gesagt, boah, hast du schon mal einen Innenverteidiger Sechser gesehen, der so ein Tor schießt? Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Muss dazu sagen, das hat er natürlich hervorragend gemacht. Also das hat mich so ein bisschen an mich selber erinnert. Warst du mal im Mittelfeld gespielt? Nein, aber von außen meine ich jetzt. Ne? Also von außen so ein Tor zu machen, ist natürlich eine tolle Geschichte. Und das hat er auch wirklich gut gemacht. Das muss man wirklich sagen. Also er hat da die beiden Jungs ausgespielt. Und also wenn das Puppen gewesen wären, haben sich natürlich auch ein bisschen schlecht verhalten, die beiden. Aber er hat natürlich auch noch einen tollen Schuss dann losgelassen und das war ein tolles Tor, 2-0. Da war also für mich das Spiel eigentlich schon gelaufen. Ich konnte mir da nicht mehr vorstellen, dass sie dann nochmal kommen und nochmal Druck machen. Aber man muss sagen, oben wird es trotzdem immer eng, wenn man nicht aufpasst. Ja, da hatte Torwart einmal so ein bisschen geträumt und wollte den Ball abschlagen. Dann war ein Fuß zwischen, wenn der reingeht, steht 2-1. Dann wird es vielleicht noch mal eng, aber im Endeffekt haben wir natürlich wieder unseren Torjäger dabei gehabt und auf den können wir uns eigentlich die ganze Saison verlassen. Und solche Dinge haut er natürlich alle rein und das 3-0 war natürlich super gewesen, das muss ich auch sagen. Mathis, du hast ja auch Innenverteidiger gespielt, damals sagte man Manndecker oder auch im Mittelfeld, ne? Also so eine ähnliche Figur abgegeben wie Ko Itakura. Wo siehst du ihn eigentlich stärker? Ja, ich sehe ihn schon, da auf der 6 sehe ich ihn stärker, weil er da einfach auch mehr Raum hat und auch sein. Er ist weiter vorne, nach vorne gestellt und kann da auch seine Offensivkräfte, denke ich, besser nutzen. Und ich denke, wenn man ihm so ein bisschen, wenn er die Spiele bekommt, wenn man ihm Zeit gibt, dann haben wir noch sehr viel Spaß mit ihm, ja. Wollen wir hoffen, dass er die Zeit bei uns hat, ne? Denn das würde ja bedeuten, dass das klappt, was wir uns alle wünschen und dass er dann in der ersten Liga bei uns bleibt. Ne? Ja, Rainer, am Ende nochmal dieses Dritte obendrauf, weil man Terodde einfach ohne Tor nicht nach Hause gehen lassen kann, oder wie? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, mein Tipp war ja 2-0. Ich hatte mich schon gefreut, dass mein Tipp so aufgeht, aber dann bin ich eines Besseren belehrt worden, ne? Weil man muss halt immer mit Terodde rechnen. Und ist halt ein super Spieler, ne? Also so wertvoll für uns, weil er natürlich nicht abschaltet, ne? Der war 90 plus 6, glaube ich, ne? Und der ist immer hellwach und guckt und lauert auf seine Chance, ne? Und wenn er natürlich dann einen bekommt, dann macht er den natürlich eiskalt in der Regel, ne? Also von daher muss ich sagen, steckt er nie auf, ne? Oder schaltet ab oder das Spiel, ne, irgendwie schon abgehakt, sondern ist immer, wie gesagt, vorne hell wach und wartet auf seine Chance. Weil natürlich auch torgeil ist, ne? Und das ist natürlich super für einen Stürmer, muss auch torgeil sein. Ne? Also von daher, ja, perfekt. Und er rüttelt eben die Kollegen ständig auf, er sagt ihnen, treibt sie an, ne? Und macht dann eben auch so Dinge wie vor dem ersten Tor, wo er den Hüsing so bearbeitet, während des Kopfballs, ne, den Körper so reinstellt, dass der den eben nicht mehr kontrolliert kriegt. Ja, er ist einfach einer, der ständig in Bewegung ist. Was mir an ihm so gefällt, ist einfach auch er ist ja auch ständig oder oft unzufrieden, ne? Wenn er den Pass nicht richtig bekommt, dann macht er seine Mitspieler an, alles sehr positiv, alles konstruktiv und positiv. Und das gefällt mir so an ihm, ne? Dass er nicht einer ist, der es einfach so hinnimmt und
sein Ding macht, und dann, sondern er ist 90 Minuten, selbst wenn er kein Tor macht, was selten ist, aber da ist er bereit für die Mannschaft alles zu machen und sie mitzunehmen. Ne? Und das finde ich so gut an ihm. Er ist ein absoluter Mannschaftsspieler und ich würde ihn gerne mal so als Mäuschen in der Kabine sehen. Ich finde, ja, ich denke, dass er auch ein ganz, ganz wichtiger Mann in der Kabine ist für die Mannschaft. Er ist ja sogar nach dem Schlusspfiff noch hot. Ne, wenn ich an Dresden denke, da geht er nach dem Schlusspfiff als allererstes nicht jubeln, sondern auf Matrigiani, packt sich den, schüttelt den durch und erzählt dem irgendwas. Ne? Du siehst, glaub, du darfst ja nicht vergessen, erst nach dem Duschen kommt er langsam ein bisschen runter. Er hat ja auch schon sein Alter und er möchte da wahrscheinlich auch in die erste Liga. Er möchte noch mal erste Liga spielen und deswegen glaube ich auch, dass er alles dafür gibt, um diese Sache hier mit Schalke das zu machen. Und das ist, daran kann man sehen, wie ehrgeizig er ist. Ja? Er möchte noch mal erste Liga spielen. Ja. Das ist ja auch verständlich. Ist ja auch schon, glaube ich, jetzt 33. Und ja, mit 33. Noch einen drauf. Ja, so 34. Ja. Also er möchte wahrscheinlich erste Liga spielen. Deswegen sieht man auch, dass er sich bemüht, die anderen wach zu rütteln. Das finde ich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich muss auch sagen, er ist natürlich auch, was ich jetzt am Samstag was man beobachten konnte, ganz gut. Er ist halt immer anspielbar auch. Ne? Da steht sein Körper dazwischen, ne? Also Ballannahme, verteidigt gut, ne? Legt auch Bälle gut vor. Also ist nicht nur jetzt sag mal, der reine Torjäger, sag ich mal, sondern auch im spielerischen Bereich, ne? Ist er wirklich fast immer anspielbar, ob jetzt hohe Bälle, ne? Oder flache Bälle, immer mit seinem Körper rein. Ne? Und also das macht er schon wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja. Jo, insgesamt die Mannschaft also als Mannschaft unterwegs, seit Bujo da ist, 4 Siege in Folge. Ich habe mal geguckt, in der Zeit, ja, nur in diesen, an diesen 4 Spieltagen, haben wir 7 Punkte mehr geholt als Bremen, 7 Punkte mehr als Darmstadt, 7 Punkte mehr als St. Pauli, 8 Punkte mehr als der HSV, die waren punktgleich mit uns, als Bujo kam. Und 5 mehr als der Club. Also können wir jetzt, wenn wir auch die Tabelle gucken, sagen, um damit diesen Spieltag abzuschließen, da waren es nur noch 5. Also Heidenheim und HSV werden nicht mehr eingreifen. Ja, ich glaube, dass der HSV, das ist ja schon seit Jahren so, ich glaube, die sind durch das Spiel am letzten Wochenende, ich denke auch so von der ja, innerhalb des Vereins, innerhalb der Mannschaft, glaube ich, nicht mehr in der Lage, da nochmal das Ruder rumzureißen, ne? Ich glaube, das wird unter denen, die jetzt oben stehen, ausgemacht. Ne? Ja, die haben keinen mehr von oben. Ne? Man hat immer gesagt, das ist der Vorteil des HSV in der Schlussphase, aber es scheint irgendwie der Nachteil zu sein, dass sie sich gerade in den Spielen nicht so konzentrieren müssen, wie es darauf ankommt. Ja, klar, das ist ja auch oft so. Also beim HSV habe ich so das Gefühl, dass immer noch so dieser Name HSV bei vielen Spielern das Gefühl erweckt, mir kann ja nichts passieren. Ich spiele ja beim Hamburger SV. Es ist ja ein in Europa ein, das weißt du noch viel besser, Abi, du hast viel mehr mitgemacht und das ist ja ein Wahnsinn, ein Riesenclub. Ne? Und dass das bei Spielern immer noch, die laufen auf und denken, ach, ich spiele beim HSV, mir kann ja eigentlich nichts passieren. Und dann batsch, kriegt man gegen Sandhausen oder gegen wen auch immer, ohne Sandhausen möchte ich jetzt nicht schlecht reden. Da müssen wir auch noch hin, also nicht. Ja, genau. Ne? Nicht das, so. Aber das ist so das, was ich glaube, was beim HSV nicht gut ist. Ja, ich denke ja auch, der HSV, ne, der, wie viele Anläufe hat er schon jetzt unternommen? Ne? Also ich glaube, drei Jahre jetzt schon. Vierte ja? Saison. Also vierte Saison jetzt, ne? Also 3 Jahre, wo sie versucht haben aufzusteigen, jetzt ist die 4. Saison. Ist natürlich, ne? Wir haben damals nach 3 Jahren den Aufstieg wieder geschafft nach dem Abstieg. Und ich denke, wenn du zu lange da in der zweiten Liga verweilst, ne, wird es immer schwerer werden, ne, weil natürlich Mannschaften immer nachkommen, ne, so wie Heidenheim, ne, andere Mannschaften, die einfach wirklich vom Kämpferischen und sich dagegen stellen. Ne, und wir haben ja in der zweiten Liga viele, viele Mannschaften, ne, Traditionsvereine, die eigentlich gerne nach oben möchten. Ne, und aber in der Vergangenheit sind halt immer nur 2 aufgestiegen. Ne? Der dritte hat ja eigentlich fast in den letzten Jahren nie den Aufstieg geschafft. Ne? Mir ist eigentlich egal, was die HSV macht. Ob sie irgendwie aufsteigen. Also ob die jetzt unten an letzter Stelle sind oder an vorletzter, ist mir eigentlich shit egal. Hauptsache, unser Verein geht nach oben. Und ja. Das ist für mich das Wichtigste, ja. Weil wir gehören ja nicht in die zweite Liga. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Mit den Zuschauern, mit dem Stadion hier. Sicherlich müssen wir dann natürlich auch nochmal, wenn wir es schaffen sollten, dann müssen wir natürlich auch noch ein bisschen an der Mannschaft drehen. Das ist, glaube ich, dann auch klar, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man da den einen oder anderen noch holen muss, um den, sag ich mal, um die Mannschaft zu verstärken.
Aber ich habe die ganze Zeit gesagt, man muss positiv denken, man muss schauen, dass man oben dran bleibt. Und das haben sie ja gemacht die ganze Zeit. Dann kam Bujo und Bujo hat genau das richtig gemacht, was er eigentlich kann. Er hat gesehen, ich muss ein anderes System spielen für diese Mannschaft. Und seitdem er das gemacht hat mit der Viererkette, finde ich, dann läuft es auch ein bisschen besser. Da weiß also jeder, was er zu tun hat und. Und das war vorher für mich nicht der Fall. Mit der Dreierkette habe ich die ganze Zeit gesagt, ich bin also dagegen, weil wir nicht die richtigen Spieler für diese Dreierkette hatten. Und das hat der Bujo erstmal richtig gemacht. Und daran kann man sehen, dass der Bujo auch schon ein bisschen länger dann mal im Geschäft war. Und ja, er weiß dann auch genau, wie er die Mannschaft anzufassen hat. Und deswegen ist der Erfolg auch zur Zeit da. Und jetzt ist natürlich die Frage von der Psychologie her, ist es was anderes, als Spitzenreiter in die Spiele zu gehen oder vorher Jäger gewesen zu sein, so aus der Position von hinten rauszukommen? Also ich glaube, der Abi hat es vorhin schon mal angesprochen, viel wichtiger ist so Spiele wie hier, die jetzt nicht nach 3-0 aussahen, die nicht so klar vom rein spielerischen so klar waren, dass man die 3-0 gewinnt und mit 3-0 vom Platz geht und sagt, hat so eine breite Brust, dass man daraus Selbstvertrauen schöpft, ob man jetzt weiterhin jagt oder gejagt wird. Ich denke, es ist wichtig, dass solche Siege eingefahren werden, ne? Und dann ist es automatisch so, dass klar, irgendwann ist man derjenige, der jagt. Aber dann muss man auch, ich glaube, das ist auch eine Truppe, die mit Jungs bestückt ist, die eben da, glaube ich, sich nicht von beeinflussen lassen. Oder jetzt mal so ein, wer sind wir, ne? So nach dem Motto, jetzt werden wir gejagt und wir sind Spitzenreiter und jetzt können wir mal, die zittern schon vor uns und das machen wir mal ganz selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass die Truppe so gestrickt ist. Ja, und Heidenheim und Dresden zum Beispiel waren ja auch zwei sehr körperlich starke Mannschaften, wo sie gut dagegen gehalten haben. Immer ganz deutlich die Zweikämpfe gewonnen. Also das war schon sehr überraschend, wie stark wir da waren. Ich glaube, jetzt waren es 57% gewonnene Zweikämpfe oder 56. Das ist schon eine gute Geschichte und das zeigt, dass die Jungs das annehmen. Aber Darmstadt wird natürlich noch mal ein bisschen besser, weil die sind stärker noch, ne, als die vorherigen Gegner. Spielen zu Hause und haben schon angekündigt, Lasse Sobig, ehemaliger Dortmunder, ne, wir schießen Schalke aus dem Stadion. Hängen wir uns das groß in die Kabine oder wie? Macht der Sobig, der erzählt auch viel, wenn der Tag lang ist. Also vom Sobig braucht man keine Angst groß zu haben, finde ich. Und wenn wir mit Selbstbewusstsein dahin fahren und so weiterspielen, wie wir die ganze Zeit gespielt haben, ruhig bleiben, warten, abwarten, nicht hektisch werden, lass sie doch mal kommen, die Darmstädter. Die müssen auch was machen. Und wir haben gute Jungs vorne, die immer ein Tor machen. Wir müssen nicht 3-4-0 gewinnen, wir können auch mal 1-0-0 gewinnen. Das, was eigentlich Darmstadt hier mit uns gemacht hat, dass wir nach vorne gelaufen sind und die uns ausgekontert haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Darmstadt so dumm ist und jetzt auf Biegen und Brechen gegen uns nach vorne spielt, sondern die werden genau so spielen, wie sie sonst auch gespielt haben, schön ruhig und gucken, dass sie das Spiel gewinnen. Aber ich glaube, das wird ein Vorteil für uns sein, dass die nicht zu schnell nach vorne kommen. Weil wir haben sehr gute Mittelfeldspieler bei uns drin, die auch einen Ball halten können und die alle ein Tor machen können. Und das ist, glaube ich, unser Vorteil. Das haben die Darmstädter nicht, die haben wohl zwei gute Jungs vorne. Aber wenn die nicht treffen, dann haben sie schon oft gezeigt, dann lassen sie Federn zu Hause. Die haben jetzt oft diese Geschichte so gemacht, dass sie den Ball dem Gegner gegeben haben und dann aus der, ne, kompakten Abwehr mit den riesen Kerlen, die da hinten drin haben, dann gekontert. Okay, aber gegen uns müssen sie ja gewinnen. Wenn sie gegen uns unentschieden spielen, sind sie weiter hinter uns. Ne? Verlieren dürfen sie gar nicht. Also aus unserer Sicht gibt es zwei Ergebnisse, die für uns gut sind. Ne? Abstand halten wäre schon ein Erfolg auswärts beim Konkurrenten. Und für die gibt es nur eins. Ja, also ich sehe das genauso. Also Darmstadt ist da schon etwas mehr unter Druck, als wir das sind. Und wir können ja jetzt eigentlich mit breiter Brust dahin fahren. Ne? Und können, ich meine, durch diesen Heimsieg, ne, haben wir ja wirklich
hoffe ich, dass da wirklich in die Mannschaft so ein Ruck reingekommen ist. Und Bujo wird auch sein Nötiges zu beitragen, dass er die Mannschaft gut einstellt. Und wir müssen einfach ausblenden, dass wir jetzt Tabellenführer sind. Ne? Weil wir hatten ja vorher auch, wo wir Fünfter, Sechster waren, haben auch unsere Spiele gemacht und mussten, okay, wir müssen gewinnen, dass wir wieder drankommen an die oberen Ränge. Und von daher haben wir ja das auch mehr oder weniger, meines Erachtens, ausgeblendet. Und ich bin der Meinung, wir müssen da hinfahren, müssen unser Spiel da durchziehen, ne, das Bujo entsprechend vorgibt. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht jetzt ins offene Messer reinlaufen, auch klar. Ne? Aber ich denke, dass der größere Druck auf der Darmstädter Seite liegt. Ne? Und ich bin sowieso erstaunt, dass die so lange jetzt durchgehalten haben. Ne? Weil normalerweise ist auch immer so eine Mannschaft, die eine gute Phase hat und dann irgendwie zum Schluss immer so ein bisschen eingebrochen ist. Ne? Und dieses Jahr scheint es aber nicht so zu sein. Ne? Ich hoffe, dass jetzt vielleicht doch noch in den letzten Spielen so ein kleiner Einbruch kommt. Ja, schauen wir mal. Aber ich bin eigentlich guter Dinge in Darmstadt. Ich habe immer gerne in Darmstadt gespielt. Ja, Stichwort Böllenfalltor. Ne? Wenn das ausverkauft ist, jetzt ist es ja eine Baustelle. Ich glaube, 14.000 passen nur rein. Deshalb haben wir auch nur 1.400 Karten bekommen. Aber unsere Jungs und Mädels, die da vor Ort sein werden, die werden schon ordentlich dagegen halten und sich bemerkbar machen auf der Baustelle. Mathis, deine Zeiten, bevor du nach Aachen gegangen bist, warst du in der Bundesliga da, hast gewonnen. Danach zweite Liga. Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich schwach daran erinnern, aber ich weiß, dass wir nie verloren haben. Woran ich mich immer gewonnen sogar. Immer gewonnen, ja. Okay, immer gewonnen. Woran ich mich sogar erinnern kann, und es war, ich glaube, das war das Erstliga-Jahr, also irgendwann Ende 70, in den 70ern. Wir haben uns schon warm gelaufen, da kamen die Darmstädter mit Privatwagen an. Kam zu spät. Das ist immer noch so eine Geschichte, die ich im Kopf habe. Weiß ich auch nicht. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da gab es sogar keinen Navi mehr, deswegen sind die alle zu spät gekommen. Aber ich kann mich daran erinnern, auch wir sind damals nach Nürnberg mal mit Privatwagen gefahren. Da ist Oskar Siebert sogar noch mit Privatwagen gefahren und wir spielen. Ihr musstet alle hinter dem Oskar herfahren, weil er den blauen Mercedes hatte. Da wusstet ihr ganz genau, wo es lang geht. Ja, ja. Nee, das waren aber, sind meine Erinnerungen an Darmstadt, ja, genau. Ja, das war eine der besten Auswärtswochen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Da haben wir nämlich zweimal innerhalb von 4 Tagen auswärts gewonnen. Erst 2-0 bei Hessen-Kassel und dann 2-0 in Darmstadt durch 2 ganz frühe Tore nach 7 Minuten schon. Weiß ich so genau, weil ich dabei war und als Fan überglücklich, weil wir haben ja schon jeden Punktgewinn gefeiert auswärts, weil wir so oft verloren haben auswärts. Ne? Und dann 2 Siege innerhalb von 4 Tagen in Kassel, die auch heimstark waren, und in Darmstadt, das war schon eine ganz besondere Geschichte damals. Ja gut, da, wie gesagt, da bist du besser unterwegs, du hast Daten im Kopf und Ergebnisse, das ist nicht so mein Ding, aber ja, klar, das war sicherlich dann auch eine schöne Zeit für beide Seiten, Fans und auch Mannschaft. Ja, Mathis hat alle Spiele gegen Darmstadt gewonnen, du hast 6 von 7 gewonnen, ne? Nur einmal mit RWO da verloren, ja gut. Ja, gut, ne? War ja auch gezwungenerweise, dass ich da spielen musste. Und Rainer dürfte als erstes zum Thema Darmstadt ein Heimspiel einfallen. Mit, ja, genau. Konsequenzen eins. Ja, das war damals, wir haben uns vorhin mal kurz drüber unterhalten, ja, war eine ganz enge Kiste, ne? Waren sehr fragwürdige Entscheidungen vom Schiri mit dabei und Heimspiel haben wir leider verloren, ne? Aber es war eine sehr kuriose Geschichte, weil der Schiedsrichter ein bisschen attackiert wurde und ja, die Fans natürlich mit den Entscheidungen und auch wir als Mannschaft nicht so ganz einverstanden waren. Ja, es war dieses legendäre 3-4. Wir führen 2-0 schnell, dann gibt es ein 2-2, dann machst du das 3-2 und dann Elfmeter für Darmstadt. Und wir hatten vorher 3 bis 4 Situationen, wo alle im Stadion sich ganz sicher waren, dass das ein Elfer für Schalke war, und dann pfeift er den auf der anderen Seite. Und dann die nächsten Szenen und alle nicht. Ne? Und dann kam irgendwann ein Fan auf den Platz und hat den Herrn Michael Prengel, war der Schiedsrichter, in den Hintern getreten. Auf den Platz verfolgt und in den Hintern getreten. Ist ja gut, dass er ihn nicht reingebissen hat. Wie beim Friedel also, Rausch in Dortmund. Also ich muss sagen, wir haben ihn nicht aufgehalten. Ne? Doch, also Werner Vollack war damals im Tor. Der hat sich richtig vor denen gestellt und hat versucht, ihn zu schützen. Und ich meine, so ein Arschtritt, sagen wir, wie es ist, ist ja dann noch quasi eine freundliche Variante, wenn der dem irgendwie einen Faustschlag verpasst hätte oder so. Ne? Ja. Trotzdem wurden wir natürlich gesperrt, Platzsperre, mussten da gegen Fortuna Köln in Hannover spielen und all das Zeug. Ne? Ja, so war es im Wilden Parkstadion. Die guten, zumindest die alten Zeiten, ne? Die wilden. Ja,
Wenn wir jetzt auf das Spiel nochmal gucken, was da auf uns wartet, Ostersonntag, was glaubt ihr, wie Bujo darauf reagieren wird von der Aufstellung her? Wird er sagen, das hat so gut funktioniert jetzt hier, ich habe meine Top 11 gefunden. Vorher in den Monaten wurde ja doch viel durchgewechselt an neuralgischen Stellen auch, wo man dachte, da kommt irgendwie auch keine Kontinuität rein. Ne? Ja, aber wenn man gewinnt, warum soll man eine Mannschaft wechseln? Also das war ja schon früher so gewesen, wenn eine Mannschaft gewonnen hat, dann kam man ja gar nicht auf die Idee überhaupt zu sagen, so, der eine muss rein oder der andere muss raus. Alle Jungs haben gut gespielt und das ist ja dann eigentlich nur ein Lob für die Jungs, die gespielt haben, und warum sollen sie dann nicht wieder spielen? Und das ist also ganz normal. Also ich finde auch, ich würde die Mannschaft jetzt nicht auseinandernehmen, ich würde auch gar nicht groß wechseln. Ich würde die einfach jetzt mal so laufen lassen und manchmal hat man so eine Serie, dann muss man einfach eine Mannschaft spielen lassen. Und außer wenn sich vielleicht der ein oder andere mal verletzen würde, dann würde ich darüber nach. Aber sonst würde ich die Mannschaft spielen lassen. Warum? Die haben sich jetzt ein bisschen eingespielt. Jeder weiß, was er zu tun hat, was ich ja vorher schon gesagt habe. Also würde ich das jetzt als Trainer durchziehen. Also ich bin unabhängig davon, was Mike machen wird. Er wird seine eigenen Gedanken haben, um Gottes Willen. Aber ich bin absolut kein Freund, seit jeher nicht, vom Rotieren. Ich bin kein Freund von, man spricht immer von Kontinuität, von Einspielen und Einheit und so. Wie soll ich eine Einheit werden, wenn in dem einen Spiel 6 Spieler komplett ausgewechselt werden, weil sie 2 Spiele hintereinander gemacht haben? Da lache ich mich immer tot. Wenn einer 6 Spiele gemacht hat, braucht er eine Pause, eine schöpferische Pause. Da frage ich mich, was machen die in der Woche? Was wird da gemacht? Von daher glaube ich auch und finde es besser, wenn die Mannschaft zusammenbleibt. Sicherlich ist der ein oder andere Mal aus taktischen Gründen vielleicht, wenn er etwas defensiver spielt. Aber grundsätzlich wäre ich auch dafür, was der Abi sagt, die Mannschaft zusammenzulassen. Sie hat kompakt gespielt und ich denke, das ist gegen Darmstadt auch wichtig. Und die werden die letzten 5 Spiele dann auch rocken. Ja, also ich denke auch, ne, dass Bujo ja das Spiel genau aufarbeiten wird und wird natürlich die ersten 25 Minuten ansprechen, ne, was nicht so gut funktioniert hat. Aber ich bin auch ein Gegner, dass man permanent wechselt. Ne? Und ich meine, das ist in der Job. Ne? Wir haben früher auch jede Woche gespielt, ne? Und mussten auch teilweise, wenn wir auch Wehwehchen hatten, ne, müssen wir auf den Platz laufen und mussten dann, sind dann bandagiert worden oder gespritzt worden oder was auch immer. Also deswegen, sage ich mal, würde ich auch die Mannschaft so stehen lassen und ja, das Selbstvertrauen, das sie hier mitgenommen oder mitnehmen werden, ne, das ja, passt schon, denke ich. Ja. Ja, vielleicht kommt Auerjan zurück, ne? Aber Çalhanoğlu hat es gut gemacht, ja, finde ich. Also ne? Wir dürfen nicht vergessen, der Junge ist erst 19 und das war sein sechster Einsatz jetzt in der zweiten Liga. Überhaupt ganz junge Abwehrkette, ne? 20 Jahre Ciao, 22 Jahre Matriciani mit ein paar Spielen erst bei den Großen. Ne? Und Kaminski so als Anker, der die Jungs zusammenhält mit seiner großen Erfahrung. Ja, wir haben ja hier gestanden, waren ganz begeistert von dem Jungen. Der hat auf der linken Seite eine super Partie, unauffällig, aber effektiv und toll. Und gerade so ein Spieler, der muss spielen. Ne? Die können nicht auf der Tribüne Erfahrung sammeln. Ne? Die müssen spielen und wie gesagt, gerade auch im defensiven Bereich, wenn da eine Mannschaft zusammenbleibt, sich einspielt, Laufwege kennenlernt und. Das sind alles Dinge, die wichtig sind und die das schaffst du nur, wenn du zusammen spielst. Ich denke, dass das Vertrauen eine große Rolle spielt, ne? Dass man den Spielern einfach auch das Vertrauen gibt, ne? Dass der Trainer den Spielern, wie gesagt, dass er die spielen lässt und sagt, okay, auch wenn es mal vielleicht ein Spiel nicht so rund läuft, ne? Aber trotzdem darfst du den Spieler, ne? Das ist ja die Höchststrafe eigentlich für einen Spieler, ne? Wenn du jetzt nach dem Spiel ja, sofort wieder auf der Bank sitzt, weil es nicht so gut lief, ne? Und das ist gerade die Größe und die Stärke, die wo auch ein Spieler groß macht, ne? Dass er weiß, okay, ich habe jetzt letzte Woche vielleicht nicht so die Leistung abgerufen, aber der Trainer gibt mir trotzdem das Vertrauen, ne? Und jetzt muss ich dem das zurückzahlen, ne? Und gebe jetzt richtig Gas. Ne? Also von daher, ja, denke ich auch, ne? Das ist, wird Mike das schon richtig machen. Ja, Çalhanoğlu hat ja eine besondere Beziehung zu Herrn Büskens, ne? Sagt er immer noch zu ihm, weil er ihn immer zur Seite genommen hat, schon vorher in seiner Funktion als Co-Trainer, der sich um die Jungen kümmert. Dazu merkt man, wie viel stärker wieder Ciao, Drexler, Salazar sind, ne? Seit dem Trainerwechsel. Da stimmt das dann mit dem Vertrauen auch. Ne? Latza hat auch gut gespielt, da muss man auch sagen, hat ordentlich im Mittelfeld gespielt. Fand ich jetzt, der hat sonst eigentlich immer so ein bisschen
hinten dran gehangen, aber das hat auch vielleicht damit zu tun gehabt, dass er durch seine vielen Verletzungen, die er hatte, auch noch nicht so richtig gefunkt hat. Aber bei dem Spiel jetzt hier am Samstag, muss ich sagen, gefiel er mir sehr gut. Er hat alles im Mittelfeld mitorganisiert und er hat ein sehr gutes Spiel für mich gemacht. Und das kann er in Darmstadt natürlich auch machen mit seiner Erfahrung. Ist als wichtig, Ex-Lilie. Ja, habe ich gerade gesagt. Pausen hat noch vielleicht, Corona. Vielleicht schießt er ja auch mal das ein oder andere Tor, wird mir auch mal Zeit. Aber wie gesagt, ich fand, er hat auch gut gespielt. Das Mittelfeld war okay gewesen. Nach vorne und auch nach hinten hin. Die haben alle viel, sind alle viel gelaufen und viel gearbeitet. Und das ist das Wichtigste. Wenn du ein gutes Mittelfeld hast, was arbeitet, was miteinander redet, ja, und jedem anderen auch ein Selbstvertrauen gibt, dann glaube ich, dass wir da ganz gut aufgestellt sind zurzeit im Mittelfeld. Jo, aufgestellt mit den Tipps. Abi ist echt der Tippkönig, muss man sagen. Der liegt sehr oft. Ich frage mich schon gar nichts mehr zu sagen. Du. Dein Tipp zuletzt. Ihr beiden, wie seht das? Ja, nicht ganz so einfach, aber ich denke, dass wir 2-1 gewinnen. 3-1 für unsere Jungs. So, jetzt du. Also ich bin ja eigentlich immer so einer, der ein bisschen höher aber das ich glaube, ja, nein. Also ich glaube, dass wir 1-0 gewinnen werden, dass es eng wird, aber dass wir das Spiel gewinnen werden mit 1-0, weil ich glaube, Darmstadt ist nicht ganz so einfach wie die anderen Mannschaften. Darmstadt wird Druck machen, aber wir halten schön dagegen und werden dann irgendwann mal unsere Chance kriegen und dann werden wir 1 machen und dann fahren wir nach Hause und dann feiern wir schön. Dann feiern wir und dann wartet Werder Bremen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ne? Vielen Dank, liebe Legenden. Jörg. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Auf jeden Fall sind wir am Montag dann wieder dabei. Dann sind wir wieder im Rhythmus. Ach ja, ist Ostermontag. Ja, ne? Aha. Diesmal habe ich aufgepasst. Ne? Okay. Ja. Also Dienstag. Ja. Also Dienstag? Am Dienstag, würde ich sagen. Okay, also. Feiert schön Ostern danach. Ja, genau. Dann, ne? Frohe Ostern. Am Dienstag, wenn alle Eier gefunden sind, dann kommen wir und legen euch noch eins ins Nest. Genau. Ne? Schöne Ostertage. Tschüss. Ja, schöne Ostertage. Und Glück auf. Glück auf. Ja. Glück auf.